Sehr schön. Mich auch mal mit. Genau, da wollte ich hin. Boah, dieses Leck, das geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht klar. Schnell durch. Hau ab, Felskugel, Skeletten. Na, komm, warum lass ich mich denn treffen? Sehr habe ich genommen. Und ich bin ganz schön beklommen. Bin nur noch voll mit Reimen und ich bin ganz schön leimen. Ich bin sowas von richtig besoffen, aber doch nicht betroffen. Tja. Nächster Checkpoint. Komm schon, Herkules, das kannst du. Du bist ein Held, also gib niemals auf. Niemals in deinem ganzen verdammten Leben. Na. Ich habe mir überlegt, ich beende das heute und werde das wahrscheinlich in zwei schneiden. Ich wusste gar nicht, dass ein Cutter ein Beruf ist. Nö. Das wusste ich überhaupt nicht. Habe ich mal vor kurzem herausgefunden, dass das angeblich ein Beruf sein soll. Und ob der überhaupt noch ausgeübt wird, würde mal echt sehr interessant sein, das mal zu wissen. Weil was ich ja hier auch mache, ist ja so quasi, ich nehme halbe Stunde auf oder 40 Minuten und schneide das in zwei. Sozusagen, ja. Ich nehme das Video sozusagen, was fertig aufgenommen ist, und schneide es. Mehr ist es gar nicht. So, jetzt fehlt es eigentlich nur noch der Kampf gegen Hades. Ja, das wollte ich jetzt nicht zeigen, sorry, das war jetzt mein Fehler. Im Sog der Seele. Und gleich werde ich auch mein Resümee dazu abgeben. Ja, wie ich das halt fand. Und ihr wisst schon. Wie wär's denn mit ein bisschen mehr Feuerkraft? Kannst du haben. Ach, ich hab mein Flammschwert nicht. Shit. Komm doch bitte mal her hier. Aber das Ending auf Herkules, das kann ich euch gerne zeigen. Das mache ich jetzt auch gleich. Tut es weh? Ja, es tut auch weh. Wenn du deine brennenden Flammen auf mich zielst, dann tut das weh. Du wirst nie gewinnen, Hades. Genau, Hades. Ich werde triumphieren und dich besiegen. Das steht schon irgendwo geschrieben. Mit ein bisschen mehr Feuerkraft. Ganz genau, die Feuerkraft. Könnte Jürgen mir gut weiterhelfen. Nur noch eine Herkulade. Was ich sagen wollte, ich glaube auch, nach der Sequenz kommt der, kommen ja die Credits. Und da ist nämlich das Lied Zero to Hero und ich krieg dafür, glaube ich, einen Content-Treffer. Wenn ich mich nicht täusche. Hatte ich zumindest damals gehabt. Mal sehen, ob das auch immer noch so ist. Ich bin gespannt. Wie wär's denn mit ein bisschen mehr Feuerkraft? Kannst du haben. Ein Blitz. Ich geh mal weg. Ah, fuck. Tut das weh? Shit. Ja, es tut auch weh, du Sprüche-Klopper. Ach, so ein Kack. Mann. Hier? Du wirst nie gewinnen, Hades. Ganz genau, Hades. Ich werde dich einfach nur zerschmettern. Hades ist einer der coolsten Charaktere, finde ich, vom Disney. Einfach wegen seinen legendären Sprüchen.
Nicht nur hier, sondern auch in der Session-Trick-TV-Serie. Ja, finde ich war immer cool. Auch schon seit meiner Kindheit und das bis heute noch. Zumindest war es so. Ja, ich fand's bis heute noch so. Wie wär's denn mit ein bisschen mehr Feuerkraft? Na, ich werde gleich ein Feuer unter dem Hintern machen. Immer noch mit. Komm. Du wirst nie gewinnen, Hades. Na, auch wenn das jetzt so eine lange Folge wird, ich schneide die trotzdem in zwei. Solange ich hier so brauche? Ja. Im Englischen heißt das Vortex of Souls. Komm, Hades, sei endlich vernichtet. Ich will dich. Ja, und Herkules, du brauchst nicht immer dieselben Sprüche von dir zu geben. Nervt langsam. Was ich mir mal wünschen würde, wäre zu diesem Spiel ein Remastered. Mit Trophäen und zum Beispiel auch mit neuen Leveln und mit besseren Bossen. Ja, das würde ich mir wünschen von Disney's Hercules, vielleicht auch ein Disney's Hercules 2. Das wäre nochmal geil. So einen zweiten Teil davon mal zu zocken zu wollen, aber ich glaube, das wird es niemals geben. Nee. Vor allem auch, was ich hier mag, ist auch das Design, die ganze Erzählweise, die Musik. Ja. Und auch diese ganzen Mythologien. Die mag ich alle an dem Spiel. Na, das ist wirklich wahr. So, ich halte jetzt die Fresse und ihr dürft jetzt die Endsequenz genießen. Seiner Kraft gemessen, sondern an der Kraft seines Herzens. Erfolgreichstes bisher in diesem Jahr 2018 war ich total froh darüber, dass so viele Leute das geguckt haben. Wow, einfach nur top. Also da kann ich nichts gegen sagen, war einfach richtig over the top. Ja, und das Spiel hatte ja auch noch ein weiteres Ende und das ist auf Anfänge und ja, ich überlege euch das auch noch zu zeigen, weil da steht ja nämlich Folgendes geschrieben, das werdet ihr dann sehen. Aber noch verrate ich nichts. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst einfach ein Like da, einen Kommentar und eure Meinung. Was ich danach spielen werde, wahrscheinlich ein Spiel, was ich schon mal gemacht habe. Welches genau werdet ihr dann sehen. Auf jeden Fall, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Let's Replay. Also Leute, bis dann und ciao, ciao. Achso, ja, hier bin ich nochmal kurz, ja, ich werde wahrscheinlich gleich im Anschluss euch das nächste Ending mal kurz zeigen. Wo ihr denn seht, was da genau steht. Und, ja. Das werde ich dann halt noch machen. Ansonsten, was das nächste sein wird, das wird ein Spiel sein, wo ich schon mal 105% gemacht habe. Und hatte ich mal auf der PlayStation 4 gespielt, euch gezeigt. Und jetzt werde ich davon The End, die PlayStation 1 Version spielen. Ja, mehr würde ich nicht sagen. Ansonsten, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten.